Ja, herzlich willkommen zum Thema Einflussfaktoren auf Geschäftsprozessmanagement. In diesem Thema geht es jetzt darum, das, was wir uns in den ersten Themenbereichen angeschaut haben, nämlich die Modellbildung im organisationalen Kontext einzuordnen in die Managementaktivität, wie man mit Prozessen in Organisationen umgeht und diese aktiv nicht nur verwaltet, sondern auch gestaltet. Dieser erste Schritt in diesem Thema, die Einflussfaktoren auf Geschäftsprozessmanagement, möchte jetzt einmal diesen großen Gesamtkontext zeigen, möchte also darstellen, was alles die Geschäftsprozessmodellierung und das Geschäftsprozessmanagement beeinflusst, bevor wir dann im nächsten Thema darauf eingehen, welche Aktivitäten und Aktivitätsbündel denn im Geschäftsprozessmanagement überhaupt vorkommen. Wir gehen das im Wesentlichen einer schrittweisen aufgebauten Grafik durch. Das heißt, diese Grafik werden wir hier immer wieder sehen. Wir beschäftigen uns jetzt im ersten Schritt einmal mit dem Rahmenkontext und führen dann im zweiten Teil hin zu den eigentlichen Aktivitätsbündeln. Das heißt, diskutieren einmal ganz grob, welche Aktivitäten im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements notwendig sind. Zuvor aber, wie gesagt, die Rahmenbedingungen und der Ausgangspunkt für uns ist, wie bereits in den vorangegangenen Themen immer die Organisation selbst und dort auch das Perspektive, die wir schon ganz stark auch im Themenbereich 1 eingenommen haben, nicht eine Managementperspektive irgendwie von oben auf die Organisation draufschauend, sondern ausgehend von den handelnden Personen in der Organisation. Was wir wollen, ist, wir wollen deren Arbeit und deren Zusammenarbeit unterstützen und dementsprechend müssen wir die Prozessunterstützung und das Geschäftsprozessmanagement so aufbauen, dass deren mentale Modelle, deren Sichtweisen auf die Organisation und deren Zusammenarbeit unterstützt werden. Damit das funktioniert, muss dieses Wissen, ja, und diese Intention, die die Leute haben mit dem Geschäftsprozessmanagement, muss das alles in den Prozessmodellen abgebildet werden. Es ist also nicht sinnvoll, im Sinne eines Geschäftsprozessmanagement top-down zu definieren, wie Prozesse ausschauen sollen, sondern aus der Organisation heraus bottom-up zu erheben, im Sinne einer Strukturierung und Modellbildung zu erheben, wie denn die Prozesse tatsächlich ausschauen. Und das kann den Ausgangspunkt bieten, dann wiederum Optimierungsschritte zu setzen. Und da können durchaus externe Einflussfaktoren ins Spiel kommen. Ausgangspunkt muss aber der reale Arbeitsprozess, die reale Weltsicht der handelnden Personen sein. Das ist zwar aufwendig, ist aber das Einzige, was zum Erfolg führen kann, weil alle anderen Praktiken, wenn man versucht, von oben Prozesse drüber zu stülpen, führen ausschließlich dazu, dass die in der Praxis nie eingesetzt werden, sondern im Gegenteil zu Workarounds führen, die erst recht die Effizienz schmälern und nicht steigern, was sie eigentlich tun sollen. Das heißt, sobald wir diese individuellen mentalen Modelle erhoben, strukturiert und zusammengeführt haben, wie das funktionieren kann, das schauen wir uns in einem späteren Thema an, schaffen wir es zu einem Prozessmodell zu kommen, das wiederum dann die Grundlage für dieses gemeinsame Arbeiten, für das gemeinsame zielgerichtete Tun und die Werkzeugunterstützung bietet. Auch hier wieder diese Perspektive auf ein soziotechnisches System. Wir haben die soziale Dimension, also das gemeinsame kollaborative Tun, und wir haben die Werkzeuge, die das unterstützen sollen. Wenn wir jetzt anschauen oder hinzufügen, was in einer Prozessbeschreibung enthalten sein soll, kennen wir ja schon aus dem Thema 1.5 oder so, also aus einem Thema des Themenbereichs 1, wo wir uns schon mit der Modellierung von Geschäftsprozessen auseinandergesetzt haben, als erste Annäherung an die Thematik hier, dann sehen wir diese drei Elemente oder wir erinnern uns an die drei Elemente einer Prozessbeschreibung, so wie wir es damals schon eingeführt haben. Hier jetzt nur wiederholend, wir haben in einer Prozessbeschreibung auf jeden Fall eine Außenperspektive drinnen, also die Prozessstrategie, was wollen wir mit dem Prozess überhaupt erreichen? Wir ergänzen das um die Innenperspektive, wie funktioniert der Prozess? Das ist die sogenannte Prozesslogik. Aber allgemein und abstrakt beschrieben, ein Prozess ist ja etwas, was
unabhängig von konkret vorhandenen Ressourcen grundsätzlich beschrieben werden soll, so dass es dann in einem dritten Schritt implementiert, umgesetzt werden kann. Das ist dann die sogenannte Prozessrealisierung, wo wir den Prozess mit konkreten Ressourcen, Menschen, Handeln und Hilfsmitteln hinterlegen. Also dieser Dreischritt in einer Prozessbeschreibung ist dann auch aufbauend. Das heißt, die Außenperspektive, die Prozessstrategie legt fest, was wir mit dem Prozess erreichen wollen. Wenn wir das wissen, können wir die Prozesslogik definieren und unter der Prozesslogik oder die Prozesslogik können wir dann mit der Prozessrealisierung hinterlegen. Und das zu tun ist Gegenstand dieses Modellbildungsprozesses, der im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das passiert natürlich jetzt nicht auf der grünen Wiese und nicht ausschließlich gesteuert von den handelnden Personen, die wir vorher hatten. Das ist zwar unser Ausgangspunkt für das, was wir abbilden. Das Ganze ist aber natürlich in einen organisationalen Kontext eingebettet. Es hilft nichts. Auf der anderen Seite, wenn wir Geschäftsprozesse abbilden, die nichts zur organisationalen Wertschöpfung beitragen. Nur weil die Personen so handeln, wie sie handeln, heißt das nicht, dass das anstrebenswerte Verhalten im Sinne der Organisation ist. Das heißt, wir müssen im Geschäftsprozessmanagement nicht nur die handelnden Personen betrachten, sondern auch mit berücksichtigen, dass es sowas wie ein Geschäftsmodell und eine Geschäftsstrategie im Unternehmen gibt, dass es eine existierende Unternehmensarchitektur, also eine Struktur des Unternehmens, auch wieder im soziotechnischen Sinn, das heißt Aufbauorganisation, Ablauforganisation, aber auch eine IT-Infrastruktur, die bereits besteht, gibt, in deren Kontext wir uns bewegen müssen. Wir können ja nicht mit jedem Geschäftsprozessdesign den grundlegenden Aufbau des Unternehmens in Frage stellen, sondern das ist ein Rahmen, den wir mal grundlegend als gegeben hinnehmen, beziehungsweise den in Frage zu stellen, einen viel umfassenderen Anspruch stellen würde als ein klassisches Geschäftsprozessmanagement. Und dann gibt es natürlich auch bestehende Geschäftsprozesse, zu denen Schnittstellen bestehen müssen, die auch wieder nicht in Frage stehen, sondern in deren Kontext ein neuer Geschäftsprozess oder ein modifizierter Geschäftsprozess funktionieren muss. Das sind also die grundlegenden Rahmenbedingungen, die wir bei der Prozessdefinition dann berücksichtigen müssen. Die spielen also da eine Rolle. Dieser strichlierte Pfeil, den ich gerade eingezeichnet habe, der lässt sich üblicherweise auch formal abbilden in sogenannten Key Performance Indicators und Process Performance Indicators. Dieser Pfeil, der jetzt da hier blau eingezeichnet ist, das sind im Wesentlichen Kennzahlensysteme, die über dem eigentlichen Geschäftsprozess drüber liegen und festlegen, was wir, Key Performance Indicator bezieht sich dann immer aufs Geschäftsmodell und die Strategie, was wir mit unserem Unternehmen erreichen wollen, gegossen in irgendeine Kennzahl, die, wir erinnern uns im Themenbereich 1 an die Balanced Scorecard, zu unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen, zu unterschiedlichen Aspekten des Unternehmenserfolgs beitragen kann. Die sollten wir kennen, deren sollten wir uns bewusst sein, damit wir bei der Strukturierung darauf Rücksicht nehmen können, was wir mit unserem Prozess, den die Menschen in der Organisation tragen, überhaupt erreichen wollen. Das heißt, es ist ein Einflussfaktor, der hier ins Spiel kommt und dazu führt, wie der Prozess in Zukunft ausschauen soll. Das Gleiche gilt für Prozess-Performance-Indicators, auch die sind zu berücksichtigen, die legen fest, wie unsere Geschäftsprozesse grundsätzlich aufgestellt sein sollen, wie wir die grundsätzlich in unserer Organisation verorten, welche Ansprüche wir zum Beispiel an eine Prozesseffizienz, an eine Fehlerquote oder ähnliche Dinge stellen. Das ist jetzt hier noch ein bisschen vage, es wird gleich konkreter, weil wir hinterlegen das jetzt gleich im nächsten Schritt noch mit Support Frameworks, die wir bei dieser Gestaltung als Grundlage heranziehen können. Das ist das, was hier mit Unterstützungskonzepten gemeint ist. Wenn jetzt also diese Key Performance und vor allem die Process Performance Indicators vielleicht noch etwas vage sind, dann werden die unter Umständen konkreter, wenn wir jetzt Unternehmens- oder Geschäftsprozessmanagement Frameworks oder Quality Management Frameworks unserer Gestaltung zugrunde legen. Es gibt Konzepte und Standards in diesem Bereich. Wir haben das im Themenbereich 1 auch schon kurz
angesprochen gehabt, die grundlegende Rahmenwerke für Organisationen zur Verfügung stellen, die uns also schon vorgeben oder beschreiben oder Anregungen geben, auf welche Qualitätsaspekte wir bei der Organisationsstrategie, bei der Unternehmensstrategie beziehungsweise auch beim Prozessmanagement achten können. Das zweite Einflussfaktor, auch das hatten wir jetzt am Ende von Themenbereich 2, ist die Sprachwahl zu betrachten. Auch die hat natürlich Einfluss auf das, was abgebildet werden kann. Ja, Flowchart erlaubt andere Abbildungsmächtigkeit als die BPMN. Wenn ich mich für eine bestimmte Sprache entschieden habe, dann beeinflusst das, welche Aspekte der Weltmodelle, dieser mentalen Modelle der Akteure überhaupt abgebildet werden können. Die Sprachen sind also im Wesentlichen ein Filter dafür, was überhaupt abgebildet werden kann. Wohingegen diese Unterstützungskonzepte den Rahmen vorgeben, in dem wir uns bewegen. Und letztendlich als weiterer, etwas neuerer Aspekt, den wir hier gerne explizit nochmal herausgreifen würden, kommt diese Schlagwort der Digitalisierung, also der steigenden technologischen Unterstützung von Geschäftsprozessen ins Spiel. Es ist heute bei dem Einsatz moderner Informationssysteme oder auch moderner Produktionssysteme nicht mehr ausreichend, Geschäftsprozesse ausschließlich von den Akteuren herzudenken, also von den menschlichen Akteuren herzudenken, sondern auch die Informationssystem- oder Maschinenakteure mit zu betrachten, mit zu denken und dementsprechend auf deren Ansprüche und Bedürfnisse unter Anführungszeichen einzugehen. Vor allem, was die Kommunikation zwischen Maschinen oder die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine betrifft. Menschen sind relativ flexibel darin, mit welchen Informationen sie umgehen können, mit welcher Kommunikation sie in einem Geschäftsprozess gerade noch zurechtkommen. Maschinen sind da etwas unflexibel, die brauchen bestimmte Formen der Datenhaltung und müssen in bestimmten IT-Infrastrukturen eingebettet sein. Also auch hier kommt wieder die Unternehmensarchitektur ins Spiel, die da berücksichtigt werden muss. Und dementsprechend ist auch hier wieder bei der Modellbildung als Einflussfaktor zu berücksichtigen, dass wir mit digitalen Infrastrukturen zu arbeiten haben und die in unseren Prozessmodellen berücksichtigen müssen. Wo wir jetzt die Rahmenbedingungen für unser Geschäftsprozessmanagement, also für die Aktivitäten, die dort drinnen passieren, festgelegt haben, können wir uns jetzt im zweiten Teil in diesem Thema damit beschäftigen, wie sich jetzt dann die konkreten Aktivitäten auf dieser Folie in diesem ganzen Rahmen, den wir da jetzt aufgespannt haben, einordnen lassen.